Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich habe gerade Filme und Serien mit euch live gestreamt und habe euch ja versprochen, wir machen jetzt hier noch. Ich wollte jetzt eigentlich mit Odin mal einkaufen anfangen, wir müssen aber Baby-Shopping-Tour erstmal anmachen, dass ich hier ja, von den Produkten runterkomme. So, da haben wir hier einmal einen Ball mit Löchern. Wozu soll der dienen? Zum Greifen. Der ist weich und so. Den kann man auch im Mund nehmen. Das sieht aus wie ein Katzenspielzeug. Da kann ich auch im Katzenladen gehen und im Tierladen ein Katzenspielzeug oder Hundespielzeug holen. Können wir ihm auch einen Kauknochen geben. Das ist genau das Gleiche. Das ist für Babys. Das ist bestimmt das Gleiche, was sie für Hunden und Katzen auch verkaufen, bloß mit einem anderen Etikett. Ja, das geht halt so zusammen. Also ich finde das jetzt... Das ist ein Greifspielzeug, sagt mein Schatz. Das hat sie im Juni schon bestellt, das kam jetzt endlich mal. Also für mich sieht das aus wie ein Hundespielzeug. Also da können wir auch, da können wir nächstes Mal im Zooladen gehen und so einen Strick holen. Kann er auch festhalten und dran ziehen und rumschmeißen. Oder es, sie. Wir wissen ja noch nicht, was das wird. Aber es ist schön bunt. Es ist schön bunt. Sie ist schon wieder traurig, weil ich das schlecht mache. Aber es ist bunt. Und ein Ball. Bitteschön, mein Engel. So, dann habe ich gekauft. Ja, so, zwei Förmchen. Also hier einmal die und einmal die. Die hat einen dicken Deckel, also der ist ja stabil. Und hier ist der halt labbrig, weil meine Frau ist überhaupt nicht begeistert von diesem Fertigbreis und den ganzen Zeug. Und das ist halt, hier sind auch verschiedene Obst und Gemüse drauf und ein Baby ist hier drauf. Und das sind halt so Sachen, da kann man dann, ja, weiß ich, einfrieren. Wenn sie jetzt zum Beispiel eine Portion macht mit Essen, was weiß ich, was gibt's denn da? Babybrei mit Banane, noch irgendwas. Ja. Macht sie gleich mehr, was sie dem Kind geben kann und was sie einfrieren kann. Da klatscht sie hier rein, macht einen Deckel oben drauf, wird eingefroren und wenn sie dann braucht, hier für eine Portion, kann sie dann rausdrücken. Hier kann man richtig drücken. Oder ich kann man es rausdrücken, auftauen und kann Baby geben. Und dann halt hier für ein anderes Essen. Ich muss mal davon auch noch mehr holen. Weiß ich nicht. Noch 5 oder 6 Mal oder so, dass wir dann halt immer verschiedene Essen haben oder so. Dass man halt nicht immer das Gleiche. Und dann kann man die dann nach und nach wieder auffüllen. Frauchen will das halt unbedingt. Und warum sollte ich mich meiner Frau im Wege stellen, wenn sie glücklich ist, war sie? Wenn es dich glücklich macht, mache ich doch alles für dich. Ja, also das mit dem Harten ist es auch ein bisschen besser, hier ruf zu machen. Da braucht man ja einfach nur festhalten und gut, das macht sich, wenn es voll ist, dann natürlich nicht so gut. Ich bin mal gespannt, wie sich denn, wenn es voll ist, wie sich das denn ruff machen lässt. Hier beim Weichen, das ist einfach ruffgelegt und dann ist es fast ruff. Muss man halt nur so an der Ecken so ein bisschen. Kam heute auch erst. Ich bin mal gespannt. Frauchen hat gesagt, so was brauchen wir und ich habe es dann geholt. Ihr wisst ja. Wenn Frau das will, dann bekommt sie das. Nicht wahr, mein Schatz? So, und schon ist es zu. Na, nicht ganz. Also hier auf bei dem ist es ein bisschen locker, muss ich sagen. Bei dem grünen, ach so, muss man denn hier noch drüber machen. So, da ist es dann fest. Also, müssen wir mal gucken, wie es sich schlägt. Jedenfalls, Frau wollte das. Hier sind 9 Einheiten und 2, 4, 6, 7. Beim anderen sind es 7 Einheiten. So, dann haben wir das. Dann habe ich gekauft. Da habe ich jetzt eine ganze Weile drauf gewartet. Da habe ich eigentlich gedacht, das ist größer. Das war zum Anhängen. Da kann man dann halt hier so mit Bärchen drauf, also Bärchengesichtern. Das wird dann wahrscheinlich neben die, ja, neben das, neben den Schaukelstuhl kommen beim Kinderbett. Dass man da dann halt Feuchttücher und ein bisschen Tücher so rinklatschen kann, wenn man, wenn das Baby ihn gerade mal bekotzt hat oder was weiß ich, dass man halt immer was parat hat oder Spielzeug ein bisschen kleinet, dass man nicht in die Hand drücken kann. Das ist halt so mit verschiedenen Bärenköpfen drauf.
habe ich bezahlt. Also ich habe auch gedacht, das ist eigentlich größer. Aber so klein ist ja auch okay. Habe ja bezahlt 2,98 Euro oder so. Und das ist halt Stoff. Also das ist so ein dickerer Stoff. So. Und ist halt gut. So, dann haben wir geholt, beziehungsweise ich habe geholt, gebraucht. Was? Achso, da ist noch was drin. Ah, von Schwiegermutter haben wir auch noch gekriegt. Geschenkt. Apollover und Alatzhöschen. Schließt jetzt bitte nicht auf die Farbe, dass es, von der Farbe, dass es ein Junge ist. Das ist Multifarbe, also können Mädchen und Jungs tragen, orange, oder? Weil wir wissen immer noch nicht, was das wird. Und dann, was steht da drauf? Wenn, da steht drauf, wenn ich es habe, ist es meins. Ja, das muss dann nämlich jetzt auch noch in eine Wäsche. Das ist auch noch nicht eine Wäsche gewesen. So. Und dann habe ich das geholt von einer Bekannten. 30 Euro. Das ist ein Nest. Also da kann man hier oben den Bären abmachen. Und hier das Kissen, da kann man durchgucken. Hier kann man auch aufmachen. Dann kann man das in Kinder, ins Kinderbett so rin machen. Oder halt auf den Fußboden stellen, Kind so reinmachen und dann hat der Bär hat auch hier Hände. Dann kann das Kind da drin sicher liegen. Oder man macht es halt ins Kinderbett außen rum und dann kann man auch den Bärenkorb abmachen und dann ist das Kind auch. Oh, das Waschmittel riecht aber sehr gut. Muss ich mal fragen, was sie da für ein Waschmittel haben. Ja, oh, ballam. Das habe ich geholt für 30 Euro. So, jetzt muss ich mal gucken. Haben wir hier noch was für Kinder drin, Hase? Ja. Nö. Nö, das war's. Jetzt machen wir noch zweimal Odimer shoppen. Einmal ein normales Odimer shoppen und dann mache ich nochmal eine Zusammenfassung von den Fahrradprodukten. Und dann ja, müssen wir dann die nächsten Tage, wenn es dann was kühler ist, mal runtergehen und das Fahrrad aus dem Keller holen und alles anbauen. Das werde ich nämlich auch filmen. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Schlussstrich machen. Ihr werdet alle Produkte unten in der Videobeschreibung finden für das gebrauchte Nestchen, was ich gekauft habe. Muss ich mal gucken, ob ich ein Vergleichbares bei Amazon finde. Das werde ich euch verlinken. Frauchen muss mir dann noch sagen, wie der Activity Ball da oder wie das Ding heißt. Was? Ein O-Ball. Warum? Weil O teuer oder? Weil da O's drin sind. Ich hätte einen Lochball genannt, aber O-Ball ist auch okay. O-Ball, Lochball. So, dann mache ich hier erstmal einen Cut und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.